Ein herzliches Grüß Gott bei Reden wir über Rapid. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar die Stimme Rapids. Andi Marek ist heute bei uns und wir plaudern mit ihm über Rapid selbst, über ihn und über seine Pläne. Andi Marek, die Stimme Rapids, kann man sagen. Du bist einerseits Platzsprecher, andererseits sicher eine Identifikationsfigur überhaupt. Wie begann denn das alles? Es war eine ganz lustige Geschichte. Ich bin in Wien gewesen, bin in einem Kaffeehaus gesessen und lese da so eine Tageszeitung. Und das ist jetzt genau 5 Jahre her. Und sehe da drinnen, Rapid sucht neuen Stadionsprecher. Gibt es einen Moderatorenwettbewerb, Datum dabei gestanden, ja, bei Rapid angerufen, hat es geheißen, ja, ich soll vorbeischauen. Bin dann hergekommen, ich weiß bis heute nicht, wie viel da waren bei dem Test, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es geschafft, ich habe gewonnen, bin aufgenommen worden als Stadionsprecher. Und es hat sich eben so entwickelt, dass aus dem Stadionsprecher, das was ich eigentlich schon als dauernder Stadionbesucher eigentlich, was mir immer abgegangen ist, war das, der Kontakt zwischen dem Sprecher und den Fans. Und der ein bisschen auch die Stimmung auch hat. Ich meine, die Fans machen ja die Stimmung sowieso von allein. Aber nur, dass man ein bisschen mehr einbringt, wenn man früher in Stadien waren, da ist halt ein Austausch angesagt worden oder es ist ein Torschütze bekannt gegeben worden, aber jetzt passiert halt einfach mehr. Und das hat bei mir vor 5 Jahren begonnen, auch nur ein bisschen Schmähstart. Aber mittlerweile fühle ich mich wahnsinnig wohl und ich muss das immer wieder einflechten, weil es die Tatsache ist, mir helfen auch die Rapid-Fans wahnsinnig dabei und ich glaube, wir machen eine sehr gute Stimmung. Ist es so, dass du vorher Rapid-Fan warst? Ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal das muss man mal klar sagen, so eine Sache, wie ich jetzt mache, sprich Stadionsprecher oder Stadionmoderator, kann man nicht machen, wenn man nicht sich hundertprozentig identifiziert mit der Mannschaft, über die man spricht, für die man spricht. Das heißt, ich war, seit ich auf die Welt gekommen bin, seit ich irgendwo mit Fußball was am Hut habe, war ich immer eingefleischter Rapid-Fan. Und ich glaube, nur dann kann man das auch so umbringen, dass der Fan auf den Rängen spürt, hey, der Mann's ernst und ja, da tun wir mit. Hast du für den Sprecherjob, es ist ja eigentlich ein Sprecherjob, eine Ausbildung gemacht? Muss ich auch wieder weit hinten beginnen. Ich bin aus einer ziemlich musischen Familie. Meine ganzen Geschwister und meine Eltern ganz tüchtige Sänger. Und so habe ich mit 10 Jahren begonnen als Sängerknabe. Und war dann 4 Jahre Altenburger Sängerknabe. Das ist im Waldviertel, Stift Altenburg. Und habe nachher gleich meine erste Band gegründet und habe so dann ein bisschen begonnen, Bühnenerfahrung zu sammeln. War bei der Großen Chance, war einmal bei einer Song Contest Vorausscheidung im Fernsehen. Und ja, hab dann aber gemerkt, du pass auf mit der Musik, es ist ganz, ganz schwer. Hab daheim im elterlichen Betrieb mitgearbeitet, nicht so leicht gegangen und hab mir gedacht, du, aber eigentlich tue ich da viel lieber moderieren. Hab dann schon begonnen, mich ein bisschen vor dem Spiegel hinzustellen jeden Tag und ein bisschen mir anzuschauen, wie schaut denn das Ganze aus, wie bewege ich mich. Stehe ich jetzt da und fuchtel immer mit einer Hand um und so. Also da habe ich schon ein bisschen selber, dass ich jetzt eine echte Ausbildung gemacht hätte als Moderator, war eigentlich nicht. Du bist Autodidakt. Ja, sagen wir es so, ja. Was hast du denn bei der Großen Chance zum Besten gegeben? Das war, ich muss jetzt einmal nachdenken, ich glaube, das war 1981, also ist lang her, habe ich gemeinsam mit meinem Bruder, sind wir so ein bisschen auftreten als Simon und Garfunkel verschnitt und haben da gesungen Mrs. Robinson. War ganz liebe Geschichte, haben sich dann einige Veranstalter gemeldet, ob wir nicht dort singen wollen, bei so Bandwettbewerben und so. So ist das Ganze irgendwo entstanden und war recht eine schöne Geschichte. Singen tust du aber heute gar nicht mehr. Oh ja, im Stadion mit den Rapid-Fans. Ich verstehe. Andi, jetzt interessiert uns natürlich alle noch, du bist ja nicht nur Stadionsprecher bei Rapid direkt. Was waren denn deine größten Aufgaben bisher als Sprecher? Ja, ich muss einmal dazu sagen, ich bin Stadionsprecher von Rapid, aber aufgrund doch, dass ich ganz gut das gemacht habe bisher, ist es so passiert, dass ich ausgewählt worden bin vom ÖFB auch für die Nationalmannschaft im Praterstadion eben die Länderspiele zu moderieren. Und muss dazu sagen, dass mir das auch sehr viel Spaß macht. Und ja, da hat sich das wieder so entwickelt, dass ich die große Ehre hatte, das Champions League-Finale AC Milan gegen Ajax Amsterdam als Stadionsprecher moderieren zu können. Und das war vor 2 Jahren im Mai. Das war eine ganz tolle Sache. Aber
Die Höhepunkte, muss ich dazu sagen, wenn ich da jetzt aufzähle, da gibt es ja noch wahnsinnig viele andere. Zum Beispiel werde ich nie vergessen, die Meisterfeier bei Rapid, wie wir auf der Bühne beim Ernst-Happel-Stadion außerhalb, wie die aufgebaut worden waren, 20.000 Menschen und haben Rapid gefeiert. Das war einfach ganz, ganz toll. Dann eine Sache, da habe ich ein Foto zu Hause, das habe ich ganz vergrößern lassen. Ich habe die ganz große Ehre gehabt, im Old Trafford-Stadion beim Spiel Manchester United gegen Rapid dort zu sprechen. Mit dem Funkmikrofon war ich am Rasen, da waren 1.000 Rapid-Fans. Wir haben dort eine ganz liebe Stimmung gemacht, eine ganz tolle Sache. In Turin beim Spiel Juventus gegen Rapid habe ich im Del Alpi-Stadion sprechen können. Und sogar, und das ist einmalig, weil die hätten nie wem lassen, die waren aber ganz lieb, haben uns ganz lieb dort aufgenommen. In Istanbul habe ich auch im Fenerbahce-Stadion gesprochen. Und das sind einige Höhepunkte. Natürlich auch mit der Nationalmannschaft war es für mich eine ganz tolle Sache. Wenn man sich erinnern kann, wann früher immer die Hymnen abgespielt worden sind, ist zuerst die Hymne der Gastmannschaft gespielt worden und da hat es ja immer die Pfiffe gegeben, die legendären. Und ich habe mir einmal gedacht, hey, das kann es ja nicht sein. Die kennen ja nichts dafür, das ist ja eine Hymne, warum muss man da pfeifen? Dann haben wir einmal gedacht, so, und jetzt sage ich es, auch wenn die Fans wegen mir pfeifen, habe ich gesagt, liebe Leute, hört jetzt einmal zu, aus welchem Grund wir pfiffen. Es bringt uns nichts, das ist ja eine Hymne, das ist ein Vaterlandslied, warum pfeifen wir da eigentlich? Und das ist mir gelungen, das war damals beim Irlandspiel. Ich habe dann gesagt, bitte pfeifen wir jetzt nicht. Und auf einmal beginnt die Blaskapelle, die irische Hymne. Das ganze Stadion fängt zum Klatschen an. Das war eine Gänsehautgeschichte. Das ist auch sicher ein Höhepunkt, den ich nicht vergessen werde. Mhm. Aber natürlich wahnsinnig viele Höhepunkte da herinnen. Derbys, die wir gewonnen haben. Und das ist ja immer der Höhepunkt, wenn man das Derby gewinnt gegen die Austria. Nein, einfach schön. Und ich könnte jetzt nur eine halbe Stunde erzählen, was alles toll war. Aber das sprengt ein bisschen den Zeitrahmen. Eins sollten wir nicht vergessen, es gab eine Kurierwertung über die verschiedenen Stadien Österreichs. Sag du selbst was dazu? Ja, der nächste Höhepunkt. Der Kurier hat gemacht eine Stadionbewertung und die Punkte, die da bewertet worden sind, es war eben so, wie ist die Infrastruktur des Stadions, wie sind die Kabinen, wie ist der Rasen und so weiter. Und dann war eben ein Punkt, das hat geheißen Stadionsprecher. Und das Ganze ist eben gegangen über 10 Tage, weil es gibt eben 10 Mannschaften. Und Rapid war als letztes dran. Und die Höchstnote waren 5 Sterne, das hat geheißen europameisterschaftswürdig. Und ja, es war der 9. Tag und es hat keiner 5 Sterne gehabt. Es waren 4 Sterne, 3 Sterne und dann ist Rapid gekommen. Ich bin in der Früh zum Zeitungsstand gelaufen, habe die Zeitung gekauft, habe die Augen zugemacht, habe aufgemacht, ist gestanden. Andi Marek 5 Sterne. Großes Erlebnis und hat mich wahnsinnig gefreut. Freilich, das macht uns ja alle recht stolz, ist eh klar. Wenn du hier immer am Spielfeldrand stehst und immer wieder mit den Fans Kontakt hast und so weiter, behaupte ich jetzt mal, du hast auch einen sehr guten Draht zu Spielern und Trainern. Ist das so? Ich sage jetzt einmal so, vielleicht hat das auch ein bisschen mit meiner Person zu tun. Ich bin ein wahnsinnig umgänglicher Mensch. Es gibt für mich da keine Unterschiede. Ich sage zu dem Servus, ich bin es. Und so ist es auch so, dass ich bei den Spielern und beim Trainer wahnsinnig gut aufgenommen worden bin. Und auch privat sehen wir uns öfters. Ich gehe mit einigen Spielern essen und es ist wirklich eine ganz tolle Stimmung. Und ich verstehe mich sehr gut mit den Spielern, auch mit dem Trainer. Ist ein ganz toller Mensch, der Herr Dokopil. Und ich muss sagen, der Kontakt zu den Spielern, zur Mannschaft, zum Co-Trainer, zum Herbert Feurer, ist ganz, ganz super. Andi, bei meiner allerersten Sendung reden wir über Rapid. War ein falsches Insert. Da haben wir geschrieben, Roland Spöttling, ab Herbst neuer Platzsprecher bei Rapid. Erstens Verzeihung, weil das ist natürlich falsch. Und zweitens, bist du uns noch böse? Nein. Erstens einmal bin ich überhaupt nicht böse. Es war nur so, dass bei mir einige Rapid-Fans angerufen haben und gesagt, was ist denn? Was ist denn los? Habe ich gesagt, du, worum geht's denn? Na, schau da mal W1 an. War dann natürlich auch ein bisschen überrascht, aber habe dann auch vom Roland sofort gehört, dass das ein Missverständnis war. Die Geschichte ist ganz einfach erklärt. Der Roland Spöttling, den ja alle Rapid-Fans kennen, der uns ja sehr am Herzen liegt. Das ist ein ganz lieber Bursch und der hat ja bei uns bei der Rapid-CD mitgesungen und hat ein wunderschönes Rapid-Weihnachtslied komponiert und geschrieben.
Und wir wollen ja alle wahnsinnig gern. Und der hat eben die Möglichkeit bekommen, dass er bei den Rapid-Amateuren, und das ist jetzt das Stichwort, dass er bei denen im Stadion Stadionsprecher ist. Das heißt, das ist am Red Star Platz. Und das war, glaube ich, das Missverständnis. Und das war grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ich verstehe mich auch mit Roland gut und ich finde das eine ganz eine tolle Sache, weil er macht es wirklich wahnsinnig gut. Insofern, weil er halt, wie viele Rapid-Fans wissen, weil er ja blind ist. Und aber trotzdem das ganz toll macht, wenn er dort steht am Red Star Platz. Er hat da seine Blindenschrift, lässt es runter mit den Händen und sagt ihm dann die Mannschaftsaufstellung. Und ja, ich würde alle empfehlen, die Rapid-Amateure einmal sehen wollen, die spielen am Red Star Platz, ruhig einmal aus den Medien entnehmen, wann so ein Spiel ist. Erst einmal spielen die Rapid-Amateure einen sehr guten Fußball auch und der Roland macht seinen Job auch ganz gut. Und grundsätzlich, ich war eigentlich nie böse, nur war ich selber überrascht, wie ich das auf einmal lese, ab Herbst. Aber ich habe ja gewusst, worum es geht, weil ich habe gewusst, dass er bei den Rapid-Amateuren der Platzsprecher ist. Gott sei Dank, wir sind sehr erleichtert. Alles klar, danke. Ja, das ist ein Hit, mit Grün-Weiß zu leben, hast euch gegeben. Unser Leben ist Rapid, ja, das ist ein Hit, mit Grün-Weiß zu leben, hast euch gegeben. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich verabschiede mich jetzt. Vorbei, Herr Gnaden.